Dazu muss man sagen, das Spiel ist auch unglaublich komplex. Also, was dir da alles vorgeschmissen wird, und ich glaube zwar schon, dass es das alles erklärt wird, aber diese ellenlangen Dialogtextboxen, die einem nicht vorgelesen werden und die man mit ganz schnellem A-Drücken auch verschwinden lassen kann, Dazu muss man vielleicht mal für diejenigen, die gar nicht wissen, was Monster Hunter Trials oder allgemein die Monster Hunter-Reihe, muss man vielleicht mal ansprechen, was es überhaupt ist. Das ist aber leider gar nicht so einfach. Ja, Also, hauptsächlich ein Action-Adventure. ja, Monster Hunter ist für die Wii erschienen und es ist ein Action-Adventure, allerdings nicht sehr storygebunden oder sonst irgendwas. Es ist ein Spiel, das man offline alleine spielen kann oder online Multiplayer, was, glaube ich, die eigentlich vorgesehene Variante ist, in dem es darum geht, in einer dynamischen Umgebung und Umwelt Monster zu jagen. Und dabei habt ihr so viele Elemente von MMORPGs drin, dass es einen teilweise wirklich erschlägt. Es gibt Es ist im Crafting. Endeffekt ein MMORPG, nur ohne das erste M, also ohne Massive, weil die Gruppen sind gehen maximal zu viert. Aber du kannst auch lokal mit zwei Leuten im Splitscreen spielen. Und wir spielen jetzt halt zu zweit online und das funktioniert auch ziemlich gut. Wir haben ein ziemlich großes Problem beim Online entdeckt, was ein Verbindungsproblem sein muss. Wir wissen nicht ganz, ob es an unseren Verbindungen liegt oder an den Servern. Auf jeden Fall passiert es manchmal, dass man gemeinsam ein Monster bekämpft, aber dieses Monster bei jedem an einer anderen Stelle ist. Also während ich jetzt zum Beispiel auf einen kleinen Dino haue, haut Leo auch da drauf, aber Leo steht bei mir 2 Meter von mir entfernt und haut ins Nichts. Ja, das und vereinzelte Verbindungsabbrüche hatten wir auch, Ja. dass jemand mal wirklich völlig aus dem Spiel geflogen ist und zwar sowohl bei Tom als auch bei mir. Das heißt, es liegt irgendwie nahe, dass das kein singuläres Problem von einem von uns beiden ist, sondern dass da irgendwie der Server rumgemuckt hat. Wir wissen es nicht genau, aber Kann natürlich sein, dass das am Ansturm liegt, weil es gibt zwar ziemlich viele Server, wenn man sich die am Anfang auch anguckt. Wir sind jetzt immer auf den ersten gegangen, der am vollsten ist. Vielleicht war das auch nicht das Cleverste. Aber ja, selbst da sollte es nicht passieren. Ja, natürlich, also passieren sollte es eigentlich nicht. Ich hoffe, dass da ein bisschen an der Stabilität gearbeitet wird. Ansonsten, was Features angeht, kann man sich bei Monster Hunter Tribe wirklich nicht beklagen. Also, ihr geht raus, allein oder im Team und erfüllt bestimmte Aufgaben, die mehr oder weniger alle damit zu tun haben, dass ihr Monster jagt. Also in Einzelfällen kann es auch mal sein, dass ihr durch die Gegend lauft und im MMO-Stil irgendwie eine Pflanze sammeln müsst oder sonst irgendwas. MMO ist hier übrigens auch in künstlerischer Hinsicht ein gutes Stichwort, denn ihr habt dann eine vorgefertigte Animation und sitzt vor der Pflanze und macht irgendeine obskure Geste, bis die Pflanze verschwindet und ihr genug Ressourcen draus Ja, also gearbeitet habt. eigentlich sitzt man vor der Pflanze und buddelt vor der Pflanze ein Loch und danach hat man sie plötzlich in der Tasche. Richtig, also auch in künstlerischer Hinsicht. Und im Grunde das ist also die Ausnahme und das, was das hauptsächliche Gameplay ist, ist halt dieses grindtastische Erlebnis, dass man Monster jagt und mehr Monster jagt und immer wieder Monster jagt und dann erhält man von diesen Monstern Materialien und dafür, dass man die Monster getötet hat, kriegt man Geld, dann geht man zurück in die Stadt, wandelt das Geld und die Materialien in besseres Equipment um, beteiligt sich am Crafting, zwischendurch geht man mal angeln, es gibt sogar sowas Ähnliches wie Housing, es ist unglaublich, es ist wirklich. Was ich da so faszinierend finde, ist eigentlich, dass es mich dann trotz dieses Grinds so fasziniert. Ja, Also das. du hast diesen enormen Grind-Aspekt, den ich in normalen MMORPGs halt wirklich überhaupt nicht leiden kann, weil da will ich, dass da mehr dahinter steckt. Aber Monster Hunter Tri macht so einen guten Job, dir so viel zu geben, dass dieses Jagen- und Sammeln-Prinzip so gut greift, dass du wirklich immer besseres Zeug sammeln willst, damit du dir die besseren Waffen machen kannst. Und die Waffen sehen ja auch richtig cool aus, genauso wie die Rüstung. Und Waffen ist auch ein gutes Stichwort, denn da gibt es, ich glaube, 5 verschiedene Typen, kann mich jetzt auch irren, und die ändern den Spielstil drastisch vom eigenen Charakter. Ja, tatsächlich. Also es sind großenteils Nahkampfwaffen. Man hat die Klassiker, man hat eine Schwert-Schild-Kombo, die allerdings nicht als einzelne Items gehandelt werden, sondern die im Set auftauchen. Man hat große Keulen und Hämmer, man hat Lanzen, die dann schon wieder etwas abgefahrener sind. Es gibt auch Fernwaffen, es gibt sogenannte Bowguns, Armbrüste, die allerdings weniger aussehen wie Armbrüste, sondern eher wie, Tom, du wirst mir recht geben, Maschinengewehre. Ja.
Und die äußerst vielseitig sind auch, weil man sie mit verschiedenen Arten von Munition bestücken kann und zu verschiedensten Aufgaben einsetzen kann. Das ist auch sehr spannend gemacht. Es gibt darüber hinaus, abgesehen vom üblichen Hack-and-Slay-Gameplay, das übrigens Echtzeit ist, das muss man vielleicht, wenn wir so viel von MMO reden, muss man das vielleicht klar machen, es ist Echtzeit-Gameplay. Man hackt wirklich auf die Monster ein und wartet nicht, bis irgendwelche internen virtuellen Runden abgelaufen sind. Und es ist sehr taktisch, also es ist kein Button-Mashing, man hat wirklich verschiedene Kombos und Angriffe, die man machen kann. Zum Beispiel mit dem Schild kann man einfach nur gerade Schwünge machen und angreifen. Man kann aber auch mit dem Schild zuschlagen, was dann eine Chance hat, den Gegner zu stunnen. Oder man macht eine Sprungattacke, wenn man einen Gegner angreifen will, der weiter weg ist. Also da lässt es einen schon viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Und darüber hinaus gibt es X Items, die man zum Beispiel auch im Kampf verwenden kann. Blitzbomben, vergiftetes Fleisch, mit dem man Dinosaurier ködern kann, Fallen, die man legen kann und schlag mich tot. Das Spiel ist viel zu komplex, als dass wir hier euch davon erzählen könnten, ohne dass der Podcast 50 Minuten lang wird. Aber es ist auf jeden Fall motivierend, manchmal allerdings auch etwas frustrierend und ich würde sagen, man sollte es sich auf jeden Fall angucken. Ich habe es mir gekauft und bereue es eigentlich nicht bislang. Nee, das nicht. Also ich meine, unsere erste große Quest war zwar etwas frustrierend, weil wir diesem Viech etwas zu lang hinterhergerannt sind. Dazu muss man auch sagen, wir haben uns viel der Tutorials nicht durchgelesen und so und dachten, wir schmeißen uns da mal so rein. Als alte Hasen, wir schaffen das Genau, schon. vielleicht schon zu alt. Pustekuchen. Unglaublich. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass unsere Reflexe sich nicht mehr sind, was sie mal waren? Ich weigere mich, das zu glauben und Ich auch. sage, wir probieren es weiter, Jawohl. weil man ist dann halt auch motiviert. Es ist eine Herausforderung, vor die es einen stellt. Und wenn man erstmal drin ist und wenn man denen glauben darf, was die Monster Hunter-Fans sagen und auch die Fans, die drei schon gespielt haben, dann wird es nur besser. Und dann versinkt man da elendig viele Stunden in dem Spiel. Das glaube ich sofort, dass man das kann und dass es für diesen Zeitraum Spaß machen kann. Und ich sehe es schon kommen. Folge 4 des Random Encounter wird 30 Minuten nur sein. Unsere epische Geschichte, wie wir diesen ersten großen Bossgegner fertig gemacht haben, der eigentlich noch gar nicht so groß ist. Und dann kam Tom von links und dann kommt Leo mit der Lanze und um uns herum Dinosaurier. Und Das parallel der fünfseitige Begleitartikel als Zusatzlektüre. Ich schlag mal, wir benennen die Seite einfach um in Tom und Leo haben den ersten Boss im Monster Hunter besiegt. Dot.de. Friends, hardworking souls, gather round, gather round. Do you suffer from stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, anxieties and ravaged nerves? Gentlemen, step right up. So, als nächstes und abschließendes Thema, Red Dead Redemption. Ein Spiel, ein Spiel, auf das gerade du dich sehr, 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 sehr freust als Western-Fan. Ja, das ist also für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, ich habe Red Dead Redemption wirklich als meinen Favoriten des nächsten Quartals und vielleicht des ganzen Jahres benannt. Denn, also nicht unbedingt, weil ich so ein großer Open-World-Freund wäre, das ist eigentlich gar nicht der Fall. Und jetzt auch nicht nur wegen der tollen Trailer, sondern wirklich, weil ich finde, dass das Western-Genre einfach mal so ein Triple-A-Titel gebrauchen könnte. Und Red Dead Redemption sieht fast schon nach Quadruple-A aus. Und gerade wenn man bedenkt, welchen Multiplayer-Modus sie vor kurzem angekündigt haben. Oh ja, also das ist im Endeffekt auch der Punkt gewesen, an dem es meine Aufmerksamkeit erweckt hat, weil ich war bisher so, also ich habe mir die Trailer alle nicht angeguckt und ich bin auch nicht so der Western-Fan. Ist jetzt nicht so, dass ich das Genre hasse, es ist nur einfach nichts, ja, auf das ich mich so freuen würde. Blasphemie! Nichtsdestotrotz bin ich natürlich gespannt drauf, es ist ja auch ein Rockstar-Spiel, das allein steht ja schon für was. Nee, aber der Multiplayer, den sie jetzt in einem Trailer angekündigt haben, ist extrem ambitioniert. Erinnert schon so ein bisschen an ein MMO. Es ist der Free-Roam-Modus, der interessant ist. Du hast zwar auch Deathmatch und sowas, aber wen interessiert's? Ich finde es durchaus gut, dass die Alternative angeboten wird. Also, dass für die Leute, die sagen, mir ist dieses Free Roam vielleicht sogar ein bisschen zu anstrengend, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Zeit oder sowas, dass die trotzdem immer noch so einen prägnanten Modus haben: Deathmatch, was weiß ich, Ja, Capture the deswegen. Flag oder Capture the Chicken, je nachdem. Capture the Horse. Ich finde es prinzipiell eine schöne Sache, dass eine Alternative angeboten wird, aber das Highlight der Ankündigung ist natürlich der Free Roam-Modus.
ohne jede Frage. Ja, du kannst in dem Ding Possis gründen.